Hallo, Servus und Grüß Gott. Heute bei der Daily OVO, Google AdWords versus Facebook AdWords. Wer ist besser? Seitdem Facebook jetzt ja an der Börse ist, ist es euch vielleicht schon aufgefallen, dass Facebook vermehrt will, dass wir, oder besser gesagt, dass Fanpage-Betreiber Facebook Ads benutzen. Natürlich muss man sich jetzt hier die Frage stellen, inwieweit sind Facebook Ads überhaupt effizient im Gegensatz zu Google Ads? Ich höre immer öfter und auch teilweise von einigen Kunden, dass Facebook Ads und Google Ads überhaupt nichts bringen und dass es eigentlich eine reine Geldverschwendung wäre, weil es bringt ja sowieso alles überhaupt nichts. Es ist nur Geldverschwendung und das kann man anders ja viel besser verwenden. Hier muss man sich eigentlich nur die Frage stellen, okay, wie baue ich eigentlich so eine Ad-Kampagne auf? Und zum Zweiten natürlich auch, wie viel Ahnung habe ich von dieser gesamten Geschichte? Denn eines ist auch klar, wenn mein Auto jetzt zum Beispiel kaputt ist und ich jetzt dann sage, okay, ich kriege unter mein Auto rein und versuche das zu reparieren, die Wahrscheinlichkeit, dass es danach funktioniert, ist gering. Und genau das Gleiche ist eigentlich auch bei Facebook-Ads, genauso wie aber auch bei Google-Ads. Das Allerwichtigste, was ich finde, ist einfach jenes zu sagen, oder man muss besser gesagt eines verstehen, dass die Google-Ads und auch diese Facebook-Ads sind eine Möglichkeit, wie man neue Kunden ansprechen kann. Das heißt aber nicht, dass man deswegen automatisch neue Kunden bekommt. Weil hier spielen dann natürlich ganz, ganz viele andere Faktoren mit. Die Sachen, die ich zum Beispiel sehr oft sehe, ist einfach jenes, dass Kunden eine Kampagne machen. Gehen wir jetzt mal davon aus, es ist eine Facebook-Kampagne. Und diese Anzeige zeigt dann im Endeffekt auf einen Beitrag oder nur auf die Seite, wo derjenige, der das dann sieht, vielleicht nicht dann das sieht, was er sich erwartet. Besonders wenn jetzt in dieser Anzeige steht, -30% auf dieses oder jenes Produkt. Zum Beispiel. Bei den Google AdWords ist es meistens genau das Gleiche. Also man muss sich immer eines vorstellen. Wie kommt die Person von dieser Anzeige dann auf meine Seite? Oder besser gesagt, was ist eigentlich dieser Bedarf? Denn eigentlich ist es ja so, wenn ich auf Google bin, und wenn ich was suche, wenn ich diese Anzeige finde und sehe und anklicke und dann nur auf die Homepage komme, wo ich mir Massen... Und jetzt passiert genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Mein Handy läuft. Wartet mal kurz. Und ich kann mir dann massenhaft Zeilen auf der Homepage